Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Brass Edge. In der letzten Folge haben wir das Schmuddelmagazin an uns genommen. Ja. Und jetzt fliegen wir mal aus der Blase raus. Hoffe ich zumindest. Ach, Gott, frei. Das ist auch noch eine Schmuddelblase. Ich weiß nicht, wo wir rein sollen. Ist ja schon ein bisschen interessant und auch ein bisschen gruselig. War hier nicht irgendwo ein Eingang? Ach, hier war der, ne? Ich hätte auch gesagt, dass ich ein Bodenanalysegerät brauche. Nothing of interest. Warum hat er gesagt, ich soll das Ding mitnehmen? Nothing of interest. 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 Ich hasse diesen Computer. Nothing of interest. Hä? Okay, ist nothing. Of interest. Ja, gucken wir mal. Okay, fliegen wir mal nach oben. Da sind ja Markierungen. Hier soll ich mein Auto schammen. Weil, nee, nicht, dass hier wieder irgendwas passiert. Irgendein abgefahrener Scheiß. Hier verpackt. Da komme ich ja immer nicht rein. Obwohl ich reingucken kann. Komisch. Okay, gucken wir mal weiter. Erstaunlich, dass die nicht gefroren ist. Oh, da haben wir was. Dafür brauche ich das Ding hier. Da haben wir einen Leichensack. There must be some control systems inside. If the airlock isn't damaged, then we need to find it. Get into the tank, start the engine, somehow leave before it starts, and hope that when flying away, the tank will collect at least some part of the flowing spilled mayo. Ja, gucken wir mal. Wird schon irgendwie funktionieren. Nice. Oh, guck mal. Hey. Hey, Kumpel. Ah, das duftet bei dir. Und er wurde vom Stein durchschlagen. Nice. Oh, aber kein Klatterdurchschlag, ne? Das könnte ich durchgucken. Oh, Sauerstoff wird knapp. Oh, eine Blümchentasse. Heutzutage werden Becher nur noch von älteren, anspruchsvollen Menschen oder Sammlern verwendet. Ich hätte niemand mit. Nehmen wir alles mit. So, dann fliegen wir da hier rein. Das sieht aus, als könnte man da rein. Oder so. Hallo? Schon ein bisschen gruselig. Solids detected. Feststoffe erkannt. Nothing of interest. Was ist das denn? Nothing of interest. Nothing of interest. Nothing of interest. Hä? Dafür ist das Bodenanalysegerät da, um rauszufinden, dass hier Eis drin ist? Ernsthaft? Nothing of interest. Nothing of interest. Okay, so ich fühle mich dezent verarscht. Hallo? Oh mein Gott, wir können Licht anmachen. Oh Gott, das hilft sogar. Das macht es ein bisschen besser. So dezent halt, ne? Dann probieren wir es nochmal. Hier sind 13 Meter, 12 Meter. Das ist eine Tür. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir rein. An airlock. Seems to be intact. Seems like the gas coming into the mayo doesn't let it freeze. Nothing of interest. Schon ein bisschen gruselig, diese
I have a feeling that something is wrong with this mayonnaise. Apart from the inconsistency of its composition, overly complex technologies are used to transport such biological debris. Although, all the tanks are specified as mayonnaise ones in all the invoices related to the liner. Na ja, gucken wir mal. Wird schon irgendwas. Irgendwas werden wir hier schon finden. Oh, da wird der pinkelt. Hallo? Fall Nummer 8714. Ah, nee, 8714? 8711 oder 874. Das ist eine Handschrift, die man nicht entziffern kann. Also nie mit hundertprozentiger Sicherheit. Warte mal, duschen. Oder wollte jemand es zumachen oder aufmachen? This vacuum cleaner is called Rocket for a reason. With it having such a powerful engine, it is really possible to fly it if you bypass some technical limitations. Ach da. Scanner. Den hab ich doch schon. Someone clearly overestimated the value of the mayonnaise, allocating an autonomous tank for it equipped with an auto-flight system. Although considering our situation, it's a great opportunity to launch it without any problems by fixing one of the engines and disengaging the tank for the module. Okay, gut zu wissen. Ja, dann gucken wir mal weiter. Hallo? Hier ist nur ein Aufgang. Unbelievable. This is heaven knows what, but it's certainly not a simple tank for storing food products. Mein Gott. Was haben die hier gemacht? Soll das ein Fluxgenerator oder ein Mayo-Generator werden? Wer weiß das? Ah, Harz. Ja, nehmen wir gerne. Nee, da gehe ich noch nicht hin. Erstmal gucken hier. Wir müssen doch irgendwo Forschungsunterlagen sein. Ja. So, nehmen wir mal mit. Sagen wir, wir Platz haben, können wir mitnehmen. Hier keine interessanten Forschungsdaten. Nichts? Nothing? I can't believe it. Es atmet. Es will genauso wenig hier sein wie wir. Oh. Gucken wir mal. Irgendwas werden wir hier finden. Da ist eine Tür, da kommen wir rein. Aber erstmal gucken, ob hier links ringsherum irgendwas ist. Erstaunlich, dass dieses Modul hier komplett kaputt, nicht kaputt, sondern komplett schadensfrei ist. Nö, hier ist nichts. Dann fliegen wir tiefer und werden uns dann durch den Eingang begeben. Oh, nice. Aber hier ist auch mit Schwerkraft geplant, scheinbar. Mhm. So, hier ist der Eingang. Hallo. Majestätisch. Okay, gucken wir mal. Okay. All data indicate that the mayonnaise is not mayonnaise, and the tank was an integral part of the systems of the lighter unnamed. We have to start the centrifuge, even just out of scientific interest. Nee, wir gucken erstmal weiter. Bevor wir irgendwas verändern und möglicherweise alles in die Luft jagen. Erstmal gucken, hier kann es ja vielleicht noch irgendwas geben. Zentrifugalventil beschädigen. A special patch and a bloated spacesuit indicating increased gas production due to excessive broccoli eating. All this points out that the body belongs to the Green Universe Radical Group. If the possible moral constraints are no problem, this bag of methane, hydrogen, and organic residues can be used to provide initial acceleration to the centrifuge. You only need to figure out how to do it. Es kann nur das grüne Universum gewesen sein. Angenosse Zoboff, die Befehlsanweisung, stoppe das Linienschiff unbenannt an Punkt 15 und warte auf weitere Anweisungen. Ein echter Beweis dafür, dass das grüne Universum in die Katastrophe verwickelt war, obwohl es keine Reihenfolge gibt, in der es heißt, dass man sich zusammen mit dem gesamten Schiff in die Luft jagen würde.
The data analysis on the crash of the liner and the nature of the damage allows us to state with great confidence that the damage caused to the Mayo tanks by the abruptly stopped centrifuge was one of the causes of the liner's depressurization and its ejection from the warp. These data confirm the possible involvement of the Green Universe in the disaster. Naja, dieses grüne Universum. Tod an Pflanzen. Okay, dann starten wir die Scheiße jetzt einfach mal. Oh. Looks like we need to go outside and check the tank engines. Ich dachte, ich muss jetzt einfach nur den Typen anzünden. Machen wir jetzt einfach mal. Das gab's ja. Ne, das funktioniert nicht. Habe ich keinen Zünder? Hm. In der Strahlenpistole kann man auch nichts zünden. Ungewohnt. Motor reparieren. Okay, wir müssen noch draußen. Autsch. Motor? Wo ist denn der Motor? Motor. 30 Meter, 30 Meter. Mhm, ist hier irgendwas sehr nah. Irgendwelche Punkte. Also am nächsten ist das da. Müssen wir da hin. Jetzt müssen wir noch komplett hier raus. Na gut, ist einfach nur durchrennen. Jetzt ist ja nicht so schlimm. Lass mich durch. Bin wichtig. Durch Mayonnaise kann man irgendwie nicht so schnell fliegen wie durchs Weltall. Das ist irgendwie ungewohnt. Ungewöhnlich. Nothing of interest. Das hat die hier anzeigt. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Naja. Lass mich raus. Oh. Frei. Okay, dann gucken wir uns das da mal an. Hallo. Ich bin der Innungstischler. Das sieht schon sehr kaputt aus. Scanner. Manövriermotor. Also mehrere Motoren. Okay, müssen wir alle Motoren hier finden. Warum ist da so ein Fragezeichen? Wo sind hier noch mehr Motoren? Die sind ja jetzt auch nicht sehr groß, diese Motoren. Also ich schätze mal, auf der anderen Seite werden noch zwei sein. Hm, oder hat nur der Tankmotoren? Weiß ich, wir gucken einfach mal. Gucken wir jetzt mal auf der anderen Seite nach, ne? Dann werden wir da was finden. Ja, siehst du, da haben wir schon einen Motor. Oh, da steht ohne einer. Sehr schön. I hope we won't need that. Small modern engines can do without burning fuel, which is much safer. Nein, der Zähler ist kaputt. Na super. Na super. Was haben wir denn hier? Eis. Will ich nicht. Solids detected. Nothing of interest. Da. Okay, nichts, irgendwie nichts Interessantes, aber. Hm. Komisch. Komischer Ort. Ich hätte ja bestimmt irgendwas hängen bleiben. So, also wir haben ein Problem, unser Scanner ist kaputt. Und ich glaube, ich habe keinen anderen. Ich habe keinen keinen Ersatz dabei. Okay, wir müssen also eh zurück. Wir müssen einen Zünder bauen, ne?
Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber letzten Endes machbar. Na ja, gut, dann werden wir jetzt erstmal zurückfliegen. Wir bauen einen Zünder und müssen da noch einen Scanner holen, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier auch spontan irgendwo einen finden könnte. Das weiß niemand. Kann ich eigentlich mit unserem Motorrad hier in so eine Blase reinfliegen? Das möchte ich mal ausprobieren. Auch wenn es dann zu Schäden kommen könnte. Oh, nee, halt. Na, Steuerung. Damit Karacho da rein. On such old dock, great idea. In addition to good speed, your magnificent transportation is vibrating so hard that by the divergent waves it produces, I can calculate the nearest obstacles and project them on your helmet screen. Wait. Nope, actually I can't. Okay, aber er hat mich gelobt. Was nicht unbedingt was Gutes sein kann. Ist nichts. Nothing of interest. Da ist was. Das ist eine leicht längliche Form. Was haben wir denn hier? Ein Glas mit Mayonnaise? Glykoplasma ist das. Nothing of interest. Oh, hier oben. Ist auch Glykoplasma? Nothing of interest. Dafür ist das Bodenanalysegerät da, einfach nur um Dinge zu finden. Hier war noch einer da. Dafür, ich meine, oh, warum nicht? Nothing of interest. Da ist noch was. Dann schauen wir uns das hier noch und hauen wir ab. Müssen auch um unser Sauerstoff achten. Aber immer ein veredeltes Metall, das lohnt sich immer. So, dann wieder raus hier. Ich hasse diese Mayonnaise jetzt schon. Ah, das ist das Ende. Aber du kommst hier nicht voran. Wer denkt sich sowas aus mit Mayonnaise? Someone tried to take a bath in a drinking boiler without reading about the emergency water pumping system starting when waste gets into it. Both were sucked in to death. Sehr schön. Ein seltsamer Schlauch in Form eines Entenfallschirmjägers oder so. Ich habe noch nie einen im Angebot gesehen. Vielleicht wurde er bei dem Unfall einfach beschädigt und ist geschmolzen. Das sieht ja schon etwas komisch aus. Did someone seriously try to escape using this rubber ring? Das hätte ja helfen können. Das hat ein komisches Gesicht. The water contains alkaline detergents and aromatic salts. Can't be cleaned. Der wirkt auch irgendwie komisch. Ein älterer Mann. Gummiente. Eine gewöhnliche Gummiente. Es scheint, als hätte jemand vergessen, einige Informationen darüber in die Datenbank des Raumanzuges aufzunehmen. You can find this description in written sources. This is a ritualistic object of the water cult. Rituelles. Super. Okay, schön. Nochmal. Schöner Zwischenstopp. Nee. Doch. Da. Triangulation, da war die Normen da. Da müssen wir. Muss das richtig sein. Achso. Ja, ja, alles gut. Mit dem Sauerstoff sollten wir aber auch nach Hause kommen. Nee, da unten ist es. Mist, da habe ich mir das nicht komplett durchgelesen. Aber es war irgendwas mit Witzen. Ja.
Gut, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir jetzt schon mal die Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns in unserer Basis. Weil den Flug müsst ihr ja nicht sehen. Also bis denne. Cheerio.